Was weißt du über sie? Sie ist als Spezialistin für Tierverhalten gelistet. Promoviert. Ornithologie. Wie bitte? Sie studiert Vögel, Schwarmverhalten, Migrationsmuster. Dito. Klingt ein wenig unpassend, aber sie ist auf der Clown-Liste. Gut, ich finde raus, wieso sie draufsteht. Hier ist nichts. Roger, Ja, da wollte ich gerade die Anmoderation machen und da kam der Funkspruch von Sam Fischer rein. Nichts zu berichten. Hier auch. Wer es den Anfang nicht gehört. Aber der Anfang war im Grunde nur, ich bin in der Nähe von Holly McKenzie. Ja, und genau die Holly McKenzie ist die nächste auf unserer Claw-Liste. Und die arbeitet hier im östlichen Turm neben dem Chase Skeldam, in dem wir in der letzten Folge waren. Hier ist ein Vogelschwarm, den Holly wohl studiert. Für genau diese Drohnen hier. Der Wolf hat mich doch ein bisschen erwischt. Hat der Wolf uns doch ein bisschen erwischt. Ja, steckt man nicht drin. Hat sich zum ungünstigen Zeitpunkt umgedreht. Was haben wir hier für Infos? Nichts Wichtiges. Aber hier? Sieht ein bisschen aus wie eine handgezeichnete Karte. Aber mit dieser Karte kommt man bestimmt nicht so weit, denn die steht auf dem Kopf. Wurde falsch rum aufgehängt. Es sei denn, sie wurde so aufgehängt, dass sie richtungsmäßig passt. Holly McKenzie? Sind Sie Holly McKenzie? Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Ich bin nicht von Sentinel, falls Ihnen das entgangen ist. Ich will mit Ihnen über Claw reden. Woher kennen Sie diesen Namen? Wer sind Sie? Ich möchte mich mit dem Strategen treffen. Ich glaube, Sie arbeiten für ihn. Ich weiß nicht, wer er ist und das kann gerne so bleiben. Ich werde zur Arbeit gezwungen, wie alle anderen hier auch. Ich versuche, die Sache zu beenden, aber dafür brauche ich Ihre Hilfe. Wieso sollte ich Ihnen trauen? Ich weiß nicht mal, wer Sie sind. Hätte ich schlechte Absichten, wüssten Sie es schon. Ein Verhör läuft anders ab. Heutzutage ist das schwer zu sagen. Die Sache mit meiner Tochter und Sentinel hat mich sehr aufgewühlt. Meine Tochter, Ruby, ist gerade in einer rebellischen Phase. Sie sabotiert die Drohnen von Sentinel und nimmt an illegalen Drohnenrennen teil. Okay, und weiter? Sentinel kam ihr auf die Schliche. Und sie verlangen volle Kooperation von mir. Rubys Sicherheit hängt davon ab. Also was kann ich tun? Überzeugen Sie sie, nach Hause zu kommen. Vielleicht hört sie ja auf Sie. Ein Versuch ist es wert. Immerhin sind Sie nicht ich. Okay. Gehen Sie nach Hause und warten Sie da. Sagen Sie mir nur noch, wo ich Sie finde. Okay. Sie sabotiert also Drohnen in der Wildnis von... Ja. Von hier. Haben wir hier Gegner in der Nähe? Sieht nicht so aus. Oh, hier unten haben wir aber ein Amon-Angriffsgebiet, so wie es aussieht. Aber sie ist wohl direkt dahinter. Aber, nee, ist wohl doch nur eine Hütte. Dann gehen wir da doch mal schauen. Das ist nämlich eine ganz spezielle Hütte. Habe ich gerade gesehen.
Hier hat sich der Mr. Myers wohl durchgesägt. Hier liegt die Säge. Hier haben wir ein paar Raketen, brauchen wir nicht. Eingemachtes Gemüse. Gab's hier mal nicht noch mehr? Irgendwie eine Karte oder sowas? Ich war der Meinung, hier gäb's mehr. Da oben haben wir eine Kamera oder so? Keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung. Ah, hier ist die Karte. Direkt am Tisch. Das ist aber nicht die Karte, die ich meinte. Okay, gut. Lassen wir das. Auf zu Ruby. Schauen wir mal, wo die Kleine sich aufhält. Guten Tag, der Herr. Wissen Sie zufällig, wo sich Ruby McKenzie befindet? Ich suche eine Rebellin, die was mit illegalen Drohnenrennen zu tun hat. Klingelt da was? Sie wurde identifiziert. Die Drohnen sind dir nach, in den Wald, wenn du sie willst. Beeil dich besser. Oh oh. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Ich krieg nicht genug Geld für sowas. Guter Schuss. Warum wird das hier angezeigt? Bugs. So, aber jetzt schnell. Wenn das Mädel Besuch von Drohnen hat, dann hat die bestimmt Probleme. Also Marsch, Marsch. Na, ich höre schon die Drohnen. Packen wir mal eben einen Raketenwerfer ein. Wenn nötig. Sehen wir gleich. Wie viele Drohnen sind's? Ich sehe mal nur eine. Hier ist sie. Ist tatsächlich nur eine Drohne. Die kriegen wir so. War nah genug. Perfekt. Hey Ruby, alles gut. Du musst Ruby sein. Und wer sind Sie, hä? Ein Danke hätte auch gereicht. Mit denen wäre ich auch allein fertig geworden. Egal. Was wollen Sie? Sie sehen nicht wie ein Drohnenpilot aus. Ich heiße Nomad. Deine Mutter schickt mich. Ich komme nicht zurück. Deine Mutter und ich haben einen Deal. Nur wenn ich dich rette, hat sie sich bereit erklärt, mir zu helfen. Sehe ich so aus, als müsste ich gerettet werden? Meine Mutter arbeitet für Sentinel. Wussten Sie das? Außerdem habe ich hier ein Rennen vorzubereiten. Ich hasse Sentinel genau wie du, aber um sie zu besiegen, brauche ich die Hilfe deiner Mutter. Immerhin scheinen sie ehrlich zu sein. Aber ich verstehe nicht, warum sie voll auf meine Mutter setzen. Lass das meine Sorge sein. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Hause kann. Da sie ihre Dienste so bereitwillig anbieten, helfen sie mir vielleicht dabei. Bin ganz Ohr. Cool. Es gibt ja ein paar Antennen, die in letzter Zeit ein komisches Signal aussenden. Und dieses Signal stört unsere Rennen. Ich schätze, das hängt mit einer neuen Drohntechnologie zusammen, die in der Nähe getestet wird. Was soll ich tun? Zerstören Sie die Antennen. Sorgen Sie für etwas Chaos bei Sentinel. Klingt unkompliziert. Wo sind die Antennen? Keine Ahnung. Sie müssen den Testdrohnen folgen. Das habe ich gerade versucht, als Sie mich erwischt haben.
Ihr Netzwerkschlüssel verrät uns, mit welchen Antennen Sie verbunden sind. Bringen Sie mir das Mainboard einer Drohne. Dann sage ich Ihnen, wie es weitergeht. Alles klar. Ich hatte eine geile Augenfarbe. So, erstmal schnappen wir uns noch die Drohnenteile von der hier. So, wir sollen also ein Mainboard einer Drohne beschaffen. Ist hier oben nicht zufällig gerade das Drohnentestgebiet, ja? Ja. Das ist es. Haben wir hier einen Sniper auf dem Dach oder so? Nein, alles sauber. Hier drin haben wir einen Commander. Ist noch ein Commander? Alles in allem sollten wir das eigentlich easy hinbekommen. Ich habe jetzt auf den ersten Blick auch keine fliegenden Drohnen gesehen. Bist du da? Nomad? Wer ist da? Nomad? Hören Sie mich? Was zum Ruby, bist du das? Woher hast du diese Frequenz? Das war nicht ganz einfach. Ihre Verschlüsselung ist erste Klasse. Keine Sorge. Ich glaube, außer mir knackt das keiner so schnell. Rufst du an, um anzugeben? Ich habe neue Infos für Sie. Sie können mir den Netzwerkschlüssel auch per Handy schicken. Ist viel einfacher. Klar. Wie soll ich mit dem Handy einen Schlüssel verschicken? Das ist doch kein echter Schlüssel, Schwachkopf. Das ist ein Code. Was für ein Rotzlöffel. Also als ob Nomad das jetzt nicht gewusst hätte. Da hat er sich extra ein bisschen dumm gestellt, glaube ich. Und ich höre Flugdrohnen, das ist nicht so geil. Ich will jede volle Stunde Funkmeldungen. Ja, Sir. Verstanden. Okay, zwei Feinde hier oben. Beide Feinde ausgeschaltet. Gut, dann schauen wir mal, womit wir es hier zu tun haben. Die Drohne, in die wir wollen, ist relativ weit weg vom Schuss. So, wo ist die andere Flugdrohne da? Oh, Mist. Zielt auf die Flugdrohne. Perfekt. So, da unten haben wir noch zwei Gegner. Alles klar, Feuer auf mein Kommando. Okay, warten. 3, 2, 1, Feuer. Sauber. Niemand hat was gemerkt. Perfekt. Da die meisten Gegner... Oh, jetzt haben sie was entdeckt. Ich vermute... Ja, ich vermute, die haben eine kaputte Drohne entdeckt. Ich glaube nicht, dass wir entdeckt wurden per se. Allerdings kommt die Drohne jetzt, oder? Zumindest hat sie mal an Geschwindigkeit zugelegt. Nee, wenn wir wirklich entdeckt worden wären, würde der Mörser schon lange schießen. Also alles gut. Gut, wir gehen außen rum.
Unsere Zieldrohne ist immer noch am anderen Ende der Basis bzw. des Testgeländes. Und da war ja sonst niemand mehr. Sehr gut. Muss nur aufpassen, dass wir nicht von der Drohne entdeckt werden. Sollte ich vielleicht zuerst mit einem Elektrostoß kurzzeitig deaktivieren, damit ich nur einen Raketenwerfer dafür brauche. Oh mein Gott. So, und jetzt ab geht's. Wow. Okay. Noch einen hinterher. Oh shit. Das war knapp daneben. Jetzt aber. Das gibt's doch nicht, sag mal. Letzter Versuch. Jetzt haben wir es. Und jetzt wissen die auch, wo wir sind. Mercer ist aktiv. Ghosts, Feuer frei. Heizt ihnen ein. Verstanden. Wir feuern. Ich habe jemanden in Sicht. So, schnell das Ding schnappen und dann ab hier. Ruby, ich habe das Motherboard. Was jetzt? Der Schlüssel. Wo kann ich ihn finden? Meine Güte, drehen Sie es rum. Sollte unten rechts aufgedruckt sein. Was haben wir hier? Noch das Motherboard her. Mainboard. Hast du alles? Ja. Und ich weiß, wo diese Antennen sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Du klingst sehr professionell. Das wollte ich schon immer mal machen. Das ist kein Spiel, Ruby. Mensch, stellen Sie sich nicht so an. Wenn Sie schnell zu den Antennen wollen, gibt es im Lager einen Hubschrauber. Da, den habe ich schon. Aufsitzen, schnell, schnell, schnell. Ohne Fadenkreuz nicht ganz so einfach. Gibt's doch nicht. Geht doch. Das müsste gehen. Ja, perfekt. Noch eine Antenne übrig. Ganz da hinten. Ist noch nicht gerendert. Jetzt. Alles klar. Geht nicht. Jetzt aber. Perfekt. Die Antennen sind zerstört. Mir geht's auch noch beinahe gut. Wir sind echt der Hammer, Norman. Dieser Hammer hat Wichtigeres zu tun. Also benimm dich. Ganz ruhig. Ich bin schon zu Hause. Mom ist draußen. Norman ist am Telefon, Mom. Alles gut. Naja, meine Mutter wird mir helfen, ein wichtiges Geldprojekt lahmzulegen. Echt? Meine Mutter? Sie war bitte der Sentinel. Sie ist eine Verräterin. Die Welt ist nicht so schwarz und weiß, wie du denkst. Ich weiß, dass sie mich nur schützen will. Aber gute Absichten rechtfertigen keine menschlichen Kollateralschäden. Ja. Die Situation ist kompliziert. In dem Punkt hast du recht. Ich traue Ihnen, Nomad.
stolz auf meine Mutter, dass sie jemandem wie ihn hilft. Nach so, allem, was war, arbeitest du immer noch an dieser Drohne? Banshee. Was? Sie heißt Banshee. Sie hat einen Namen? Das ist eine Maschine. Banshee ist mehr als eine Maschine. Sie ist bahnbrechend. Was du tust, ist illegal, Ruby. Ich will nicht, dass du verhaftet wirst. Wer weiß, was sie dir antun. Ich komm klar. Ich wollte das hören, Mensch. Meine Güte. Hilfe. Blöder Heli. Sie beide scheinen sich ja gut zu verstehen. Ruby hört einfach nicht auf mich. Ich weiß nicht mehr weiter. Nomad hat sicher Besseres zu tun, als uns beim Streiten zuzuhören. Außerdem bist du jetzt am Zug. Nomad hat getan, was du wolltest. Ich studiere Schwarmverhalten, die Synchronität von Tieren in der Migration. Das ist nützlich für jeden, der die KI-Kommunikation verbessern will. Ich habe dabei geholfen, den Drohnenschwarm Legion zu entwickeln. Danach hat mich der Stratege gebeten, sein Projekt auf eine ähnliche Weise zu verbessern. Mit synchronisierter Gruppenkommunikation, wie es sie bisher nie gab. Es steht ein Flugzeug bereit, um den Strategen auszufliegen und vor Gericht zu stellen. Können Sie uns dabei helfen? Ich kann mit Legion helfen und Ihnen für den Flug ein Zeitfenster von 10 Minuten verschaffen. Es ist nicht viel, aber mehr kann ich nicht tun. Ich nehme, was ich kriegen kann. Danke, Dr. McKenzie. Verlassen Sie uns jetzt, Nomad? Ich werde anderswo gebraucht. Pass auf dich auf. Und halt dich aus meinem Funk raus. Spaßbremse. Viel Glück, Oldie. Sentinel tut mir fast schon leid. Deep Blue, ich habe gute Nachrichten. Dr. McKenzie hat an Legion gearbeitet und glaubt, dass sie deinem Flieger ein Fenster von 10 Minuten verschaffen kann. Das muss mein Glückstag sein. Nimm Kontakt zu ihr auf, wenn du Zeit hast. Mach ich. Danke, Nomad. Oh, und ein kleiner Tipp. Behalte ihre Tochter Ruby im Auge. Die ist clever. Aus der wird noch was. Wenn sie dich beeindruckt hat, muss sie gut sein. Ich achte auf sie. Over and out. Ja, warum erzählt uns Holly nicht einfach, wie man das Legion-Drohnenteil, diese kleinen Schwarmdrohnen da, für 10 Minuten ausschalten kann? Dann könnten wir das immer wieder tun. Aber gut. Dann Mission erfolgreich und wir sehen uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.